Alter, haben wir schlecht, die wirklich. Halt. Ich tue mir sauer. Auf unserer Sitzersport TV Ersatzbank haben wir heute zu Gast Alexander Schorn, Hannes Siller und Christoph Siller vom USK St. Koloman. Verschiedensten Charaktere, die bei uns spielen, macht es interessant und es ist im Spiel sowie auch nach dem Spiel lustig. Und ich glaube, das ist für einen Amateurfußball das Wichtigste. Und das ist bei uns halt wirklich alles extrem eng verbunden, weil ja unsere Chefs, der Jager, der Patscho und so, weil die so einfach auch unsere Späßeln haben und wir so privat oft miteinander viel zum Tun haben. Finde ich, dass wir mit unserem Leitspruch des USK Wir, das haben wir eigentlich einmal, die schreiben wir von jedem Spiel und so, dass halt, wir sind schon eng beieinander, finde ich. Ich glaube, weil bei uns in der Mannschaft von, keine Ahnung, 20 Leute im Kader, 12, 13 aus St. Koloman spielen, also schon das ist für den Teamspirit gut. Zweitens mal haben wir viele Auswärtige, die was auch super in die Mannschaft passen und ich traue es mir zu sagen, dass wir extreme individuelle Klasse in der Mannschaft haben. Ich glaube, dass wir super in die Herbstsaison gestartet sind, auch in Hallein dann, dass wir da gleich am Kunsthausen 3 Punkte mitgenommen haben zum Auftakt. Dann auswärts haben wir uns leider nicht immer so leicht getan, aber alles im Allem, glaube ich, war das eine top Herbstsaison. Grundsätzlich sage ich jetzt nochmal alle, die was mitarbeiten, von der Jugend bis zum Vorstand. Da gibt es einige zu nennen. Ich glaube, das ging jetzt zu sehr ins Detail, aber für mich persönlich sehr wichtig sind zum Beispiel unsere Kantiniere, die Erta und der Ante, die was immer dabei sind, egal was ist. Oder die Grete, die was uns alles wurscht, immer auf uns schaut, also quasi so ein bisschen eine Ziehmama ist für uns alle. Das ist schon sehr wichtig. Bin ich, glaube ich, vorhin dabei auch. Ja, gewinnst, glaube ich, ja. Wird schon viel geschnurrt. Oft habe ich es nicht mit, aber. Nein, da sind wir zwar schon bei den Lobern dabei, glaube ich, im ganzen Verein. Ja. Gewinn ist der Eslandi, aber durch das, dass der nicht mehr bei uns spielt. Der hat gemeint, der ist. Also für mich ist der Macke, Silla Macke. Ein Sly hast du auch nicht übersehen darf. Ich weiß nicht, wer bei uns der Schönste ist. Ich glaube, dass du der Goli vorne dabei ist. Ja, und kein Anhaltfeuer oder so, ja. Wir haben schon ein paar richtige Geräte dabei. Also. Bei einem bleibt es da, glaube ich, nicht. Lauri, ja. Lauri, ja. Ja, der Laurin Zangerer. Laurin Zangerer, ja. Lauri, ja. Fix. Ist fix. Ist fix. Ich glaube, Pommes. Ich glaube, Schnitzel, ja. Schnitzel. Juri ist Zacher, glaube ich. Juri, richtig Zacher. Juri ist erster Beglauber. Die zwei, ja. Fix. Die Mickey Bros. Was? DJ ist der Macke, oder? DJ ist der Max, ja. DJ Max. Silla Macke ist DJ, ja. Und es ist teilweise schon immer das Gleiche und alt schon und so, aber. Also im Endeffekt zahlt es eigentlich keinen mehr. Nein, es zahlt eigentlich keinen mehr seine Schiene, aber es wird schon leicht sein gestrahlt, auch von ihm selber, das ist gut. Er selber hat es gemerkt. Er lernt dazu, ja. Er hat es also selber gemanagt. Gefährlich, oder? Ich schon, ja. Chris. Ich bin ich, glaube ich, ja. Ja, es ist fix eigentlich. Ja, fix, ja. Stimmt.
In Lauri. Ja. Ja. Lauri. Lauri. Der braucht auch nicht. Der braucht auch nicht. Oh, eine Stunde Schlaf. Fernsehen. keine Ahnung, in der Vorbereitung. Steht anderthalb Stunden, eine halbe Stunde trainieren oder so. Ja, wie gesagt, es kommt jetzt darauf an, wie das noch alles passiert und wie das jetzt weitergeht von den Runden her, aber ich finde, dass wir jetzt wieder alle fit sind und dass wir gut dastehen. Auch mit dem vierten Platz, wir haben noch ein paar Nachtragspartien. Eine mehr wie die anderen, wegen dem Tennengau-Lockdown. Und wir haben da nur Verlustpunkte und wir können da eigentlich nur ziemlich viele starten. Ich bin ja nur gegen einen Ersten. Also da ist viel möglich für mich.